Ja, servus noch einmal. Hier sind die Hinti-Burm, der Marc Grüß und ich Gott. bin der Phil und zusammen sind wir heute mehr denn je Hinti 2000. Ja, lieber Marc, es ist ein emotionaler Tag hier im Trainingslager. Es war ja unglaublich, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber es war nicht der Kai, sondern es war der Hinti. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Das war wirklich eine ziemliche Überraschung. Also wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Hinti, hätte ich einen anderen Tag aussuchen können. Weil wir heute tatsächlich, man denkt das ja immer nicht, ich kriege ja auch immer SMS, was ich hier eigentlich mache, ob ich hier Urlaub mache. Wir müssen tatsächlich relativ viel auch arbeiten und hatten uns irgendwie gerade nach mehreren Drehs und Interviews eigentlich so kurz hingesetzt und dann platzte die Hinti-Bombe. Aber ja, so war es letztlich. Und erstmal konnte man sich da gar nicht drüber freuen, weil das dann für uns beide hieß, ah, scheiße, arbeiten. Aber natürlich muss man sagen, es ist schön, dass er wieder da ist. Ja, es ist das Gefühl des verlorenen Sohnes, der zurückkehrt in die Arme seiner geliebten Mutter. Und die geliebte Mutter, das ist und kann, glaube ich, auch nur Hessen sein, Frankfurt sein, das kann die Eintracht sein. Irgendwie war es klar, dass es irgendwann so kommt. Was? Ich glaube ja. Ich glaube, das war einfach dieses beschissene Pokerspiel, das es überhaupt nicht gebraucht hätte, wenn du einfach. Mein allen war klar, Hinti will zurück nach Hessen. Und Augsburg war klar, der hat keinen Bock hier zu bleiben. So, und dann hast du genau die Situation. Und jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass sie sich nicht schon vor 4 Wochen hätten auf 12 Millionen Euro irgendwie einigen können. Das wäre doch damals auch schon gegangen. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe und das nervt mich irgendwie ein bisschen. Aber okay, letzten Endes steht die Botschaft, dass er wieder hier ist. Und gut, über die Art und Weise, wie es jetzt letzten Endes dann zustande kam, keine Ahnung, es ist sicherlich kein gutes Beispiel für alle Kinder. Ja, denn Bier trinken führt manchmal tatsächlich ans Ziel. Viel Bier trinken. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war er einfach, er war verzweifelt, er wollte zurück. Ja, so ist es. Ich bin gerade auch ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Folgen, ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, ja, er ist jetzt wieder da, es ist schön. Der Martin, unser Martin, hat sich nach Frankfurt zurückgesoffen. Ja, es ging halt einfach so richtig, richtig, richtig schnell, weil man kriegt ja hier doch dann irgendwie so Sachen mit. Rode wusste man irgendwie frühzeitig und so. Und wir haben ja auch dann irgendwie mit so ein paar Verantwortlichen gesprochen. Da hieß es dann, also hörte sich eher so an, als ob das nichts wird. Und zack, 5 Stunden später hat offenbar Stefan Reuter gedacht, ach komm, den Trunkenbold, den schick mal nach Essen. Es war sozusagen volles Programm bei Hinti in den letzten Tagen. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, auch wenn ich die Genese jetzt ein bisschen komisch finde, dieser emotionale Push, den hast du jetzt zum zweiten Mal binnen weniger Tage, weil das war schon so mit Seppelrode, so dieses Gefühl, dass du irgendwie denkst, oh geil, genau den brauchst du nach wie vor und den brauchst du wieder. Und das sind genau jetzt so die zwei Transfers gewesen in der letzten Woche, die so ein bisschen entgegenwirken gegen gegen diese Unsicherheit und diese Ängste, die schon wieder langsam aufkamen. Das ist richtig. Ja, eigentlich wollten wir beide jetzt auch ein bisschen was singen, aber ich sag's, wie es ist. Ich pfeife gerade aus dem letzten Loch. Deswegen kann ich nicht singen, sondern kann nur pfeifen. Ja, wie beide merkt ihr, sind ein bisschen angeschlagen, aber wir schauen mal, wie es denn in Frankfurt aussieht, der neuen und alten Heimat, das Martin Hinteregger. Wir geben ab in den grünen Garten, das Bastian Roth. Und rufen Basti und Marvin. Was sagt ihr denn Was sagt dazu, ihr Bären? So, mein Lieber, es hat geklappt. Der Herr ist zurück in Frankfurt. Geile Kiste. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe eigentlich fast gar nicht mehr dran geglaubt, muss ich Ich muss sagen. ganz ehrlich sagen, ich habe es auch probiert, die ganze Zeit zu ignorieren, weil ich ehrlich gestehen muss, mir ist dieser ganze Hype, obwohl wir ihn selber ein bisschen verschuldet Was haben, sagst du jetzt? auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Ja. Und dann gab es die verschiedensten Berichte. Die Bild-Zeitung hat probiert, ihn so ein bisschen ganz schlecht darstellen zu Auf lassen. jeden Fall habe ich Es gab ein es sehr unglückliches Video, sage ich mal. Ja, das könnte den besten passieren, theoretisch, ja. Also, ja. Aber dass es dann rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob man das filmen muss und ich weiß auch nicht, ob die Teamkameraden, die daneben stehen, da vielleicht nicht mal hätten eingreifen können, zu das sagen, heißt, hey, das muss jetzt nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil ich glaube, so eine Szene spielt sich öfter ab, als wir denken. Das kann ich auch vorstellen. Nur ist es ihm jetzt um die Ohren geflogen, umso schöner ist es, dass er jetzt da ist und er ist, zu Hause. Er ist endlich da, der wichtige Innenverteidiger für die Eintracht. 12 Millionen kostet er, für mich ein absolut okayer Preis. Ich bin einfach froh, dass er da ist, dass diese wichtige Baustelle jetzt geschlossen wird. Ja, das ist es ja. Und das ist, glaube ich, bei all dem Hype, was man nicht vergessen hat. Weil ich habe auch viele kritische Stimmen gehört, die sagen, nö, der Hype geht mir auf den Sack. Kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Wir reden hier aber nicht über ein Maskottchen, sondern ohne den Hype kriegen wir einen richtig geilen Innenverteidiger. So absoluter Stammspieler für 12 Millionen Euro in der heutigen Zeit. Wenn man für Chor 9 zahlt und für den Hinteregger 12,
Fastes Schnäppchen. Du hast jetzt mehr Variabilität da hinten. Abraham wird auch nicht jünger, deswegen ist es gut, mit Hinteregger jemanden zu haben. Ich freue mich. Richtig geil, dass da hinten endlich da ist. Ja. Ein bisschen rangeln jetzt hier. Ja. Aufgeschichtet. Ich habe gehört, es funktioniert mit diesem Schalt übrigens besonders gut. Ja, man sieht auch, dass ich komplett unvorbereitet war auf dieser Dings. Marvin ist jetzt einfach mit mir in den Garten gekommen. Ja, aber ganz spontan. Ja. Genau, hier alles schön. Und wir feiern noch ein bisschen. Denn liebe Grüße. Liebe Grüße an Pio und Bebe übrigens. Ja, das Hinteregger hier ist, das ist eine geile Sache. Ich freue mich auf die neue Saison. Jetzt bin ich auch ein bisschen beruhigt. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, was ich vorhin gemerkt habe, so dieses, wir haben uns ja auch in diversen WhatsApp-Gruppen immer unterhalten, man wartet und es gibt diverse Gerüchte über Balotelli, Prince, bla 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 und dann ist die ganze Tage irgendwie nichts passiert, da wurde man ungeduldig und ich muss sagen, als das heute dann rauskam und auch noch von offizieller Seite, weil ich glaube, wenn Gerüchte, hätte ich mir heute gar nicht durchgelesen. Wollte ich auch gar nicht. Wollte ich gar nicht, aber als es dann von offizieller Seite von Eintracht war, er ist auf dem Weg zum Medizincheck. Und das bedeutet ja alles. Ja? Das war bei Haller ähnlich. Also die Eintracht behält da das Heft in der Handelns in der Hand, muss man auch sagen, dass die quasi diesen ganzen Gerüchten, die dann entstehen würden, wenn ihn einer auf der Autobahn sieht, einfach vorwegnehmen. Das haben die bei Haller auch gemacht, gesagt, hier, der ist jetzt gerade unterwegs, wir gucken mal. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das klappt, solange keine große Alkoholvergiftung hat. Nein, das sollte machbar sein. Der Vertrag wird unterschrieben, dann bekommt er seine Rückennummer und dann haben wir einen richtig geilen Innenverteidiger. Wir feiern jetzt noch ein bisschen. Ihr hört Phil und Marc die Tage wieder und uns dann auch spätestens nächste Woche. Und jetzt wird noch ein bisschen geradelt. Also, so Hinti Ami. Wow, Hinti Ami. Now.